Das macht doch alles gar keinen Spaß. Wer hat bitte schön Bock, dass die Leute die ganze Zeit rumballern? Ja, komm! Okay. Nein. Hier, bitte. Hä? Boah, wirklich, innerhalb einer Sekunde wird mir kurz gezeigt, ah, da kommt jetzt eine Granate, zack, tot. Schon explodiert sie. Man sieht es gerade, zack, explodiert sie, man ist tot. Da kann man auch super gut reagieren, ne? Wenn man so in Mini-Haft die Sekunde... Von wem? Warum schon wieder rot? Alter, ich bin ja hier nur noch rot. Kein bisschen. Na, die scheinen wenigstens mal funktioniert zu haben. Ich bin der Erste, der reingeht. Haha. Ja, mein Schätzchen. Sind wir schon da? Ihr könntet mir auch ruhig mal helfen, ne? Sowieso egal. Werdet ihr jetzt auch gleich sehen, warum der Einsatz war komplett sinnlos. Deswegen. Eine scheiß Atombombe.
gewaltigen Ausmaßes zu sein. Die Berichte sind nur vage und unbestätigt momentan. Der Schaden scheint sich insgesamt bestätigte Meldungen über Verluste. Die Staaten war scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmordes. Bislang ist noch nicht bestätigt worden, wer und warum die Atombombe gezündet hat. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen, dass Khaled Al-Assad Jetzt sehen wir das Ausmaß einer Atombombe. Ihr seht. Wir leben noch. Das finde ich super, dass man wirklich zeigt, wie es aussieht, wenn man, wenn es eine Atombombe passiert. Ja, man sieht hier sehr viele tote Soldaten. So. Jetzt kippen wir mal kurz auf den Kollegen hier, damit er Sturz wird. Ja, wir kommen immer näher zu ihm. Yeah. So. Hammer, ey. Deswegen, dass wir den einen gerettet haben. Ja, da sieht man noch den Pilz. Ja, bei einer Atombombe. Hey, ein Spielplatz. Ja, so, das war's mit Jackson. Was bedeutet eigentlich dieses KIA? Wenn das jemand mal von euch wüsste, wüsste ich gerne mal, was das heißen würde. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Also dieses KIR sehen wir öfters noch. Er ist ein Feigling, Captain Price. Al-Assad wirkte sich niemals als Opfer. Es gibt ein Versteck in Aserbaidschan, das Al-Assad benutzt hat. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Verstanden, Nikolai. Er ist für dein Team zusammen. Wir reisen nach Aserbaidschan. Jawohl, Sir. Soll schön dort um diese Jahreszeit sein. Ja, ich glaube, so schön wird das dann nicht. Dann mal los. In Aserbaidschan sind wir. Ja, auch eine ultra lange Mission wird das hier auch sein, mit voller... Ja, aber nicht mehr lange, weil dann keine mehr da sind, ne? Bevor wir da sind... Dauert das ganz schön. Also wir werden hier von allen Seiten beschossen. Finde ich persönlich relativ scheiße.
Unsere Aufgabe an sich ist, alle Häuser durchzustöbern. Hier sind eine Menge. Und dann können wir auch noch Luftunterstützung benutzen, wenn wir die bräuchten, und die brauchen wir definitiv. Ohne die wären wir schon aufgeschmissen. Ich weiß nur nicht, ob man die jetzt noch zielen sollte. Nein. Sorry. So, jetzt warten wir. So, Helikopter ist da. Der ballert für uns das Haus da jetzt kaputt, damit wir da jetzt gleich rein können. Weil sonst wird das ein bisschen dauern. Wir wollen die Mission ein bisschen beschleunigen. Wow! Alter! Hunde! Die hatte ich noch nie in dieser Mission. Dankeschön, Eli. Hast gut gearbeitet. Ja, sorry. Du sahst wie ein Typ aus. Von? Och nee, der hat einen Panzer. Nee, ist klar. Wieso haben die einen Panzer? Was ist denn hier überhaupt der Panzer? Ja, ist gut. Wir kommen mal durch drum und ich mach das Verfahren Spaß mal. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ah ja. Mein Haus habe ich schon angezählt, ist gut. Das finde ich so kacke. Guck mal hier, wie viele. Wo sind meine Kollegen? Was macht ihr da eigentlich? So, da ist der Panzer. Dankeschön. So, der Panzer ist schon mal down. Kein Ding jetzt. Wie haben die mich gesehen? Ey, du kannst ja ruhig geradeaus weitergehen. Kannst sie ruhig da mal beschäftigen. Ernsthaft, wie sieht man mich denn da? Ja, machen wir gleich. Wie habe ich es eigentlich geschafft, jetzt hier zu stehen? Es fehlt ja nur noch eins. Was ist da hinten? Ja. So. Bin runtergeschwunden, schade. Hat mir nicht leid getan. Ja, unsere Aufgabe besteht jetzt nur noch, da einzugehen.
Hier sind doch mehr Häuser. Oh fuck, ey. Ja. Okay. Das Spiel hat sich aufgehangen. ernsthaft, das Spiel hat sich aufgehangen. Ja. Ja, Leute, ich mach kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Mal schauen, was...